Hallo, Hallo. hallo, ich grüße dich. Hat doch schon mal wunderbar funktioniert. Jetzt noch mal die Kamera kurz ausrichten. Vor allem noch Und etwas lauter machen, dass ich dich auch gut höre. ja, hörst du mich gut? Ja, perfekt. Gut, ich höre dich auch sehr gut. Ich sehe, du sitzt vor deinem unermesslichen Bücherregal. Wo wir alles seitenverkehrt sehen. Das hat was mit der Darstellung hier bei Instagram zu tun. Und ich sehe auch gerade, wie schon ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich hier einschalten. Offiziell beginnen wir ja genau in, sagen wir mal, 30 Sekunden ungefähr. Und genau, wir schalten uns ja immer ein bisschen früher dazu, damit wir da die Technik gut an den Start kriegen. Das hat aber schon mal sehr gut geklappt. Jetzt ordne ich einfach hier noch mal kurz meine Zettel. Genau. Und beginne schon mal mit so einer kleinen Begrüßungsrunde, Einführungsrunde in die heutigen angewandten Talks. Das ist heute ein Gespräch, was eigentlich eine ganze Reihe abschließt, die wir als Museum Angewandte Kunst im Jahr 2021 mit dem Schwerpunkt auf Design und Designgeschichte gestartet haben. Viele, also insgesamt schon drei Akteurinnen aus Praxis und Theorie des Designs waren hier schon zu Gast und haben ja, also eine ganze Palette von ganz unterschiedlichen Aspekten zum Thema Design in der Geschichte und Design natürlich auch in der Zukunft aufgerollt. Man kann die ganzen Filme bei uns auf der Homepage des Museum Angewandte Kunst in Frankfurt anschauen. Und ich freue mich heute mit dir diese Reihe erstmal zu einem vorläufigen Abschluss oder Höhepunkt logischerweise zu führen. Du bist Professor Dr. Petra Eisele, hast dir ein Thema für den heutigen Talk ausgesucht. Das Thema, was erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, erklärungsbedürftig ist, nämlich Organic Design oder Organic Modern sozusagen. Und ich würde dich gern kurz vorstellen. Du hast ja seit 2006 die Professur in Mainz an der Hochschule Mainz inne mit dem Schwerpunkt auf Kommunikationsdesign und unterrichtest in dem Zusammenhang Designgeschichte und Designtheorie. Promoviert hast du vorher in Berlin an der Universität der Künste. Und soweit ich richtig weiß oder ja, mir in Erinnerung gerufen habe, ging es damals und bei deiner Promotion schon um die Postmoderne im Design der Bundesrepublik. Hast dazu auch publiziert, hast aber schon viele andere Bücher mittlerweile veröffentlicht, ganz unterschiedliche Bücher, zum Beispiel ein Klassiker des Produktdesigns. Wahrscheinlich sieht man es jetzt logischerweise mit verkehrt rum Schrift, deswegen zeige ich es mal so in die Kamera. Eigentlich ein Buch, was ich persönlich immer wieder gerne zur Hand nehme und du bist die Autorin sozusagen. Genau, aber heute haben wir ein ganz eigenes Thema uns vorgenommen, nämlich Organic Design, also so eine Art eigener Strang in der westlichen Designgeschichte, der wahrscheinlich in den Büchern und ja, quasi pädagogischen Werken zum Thema Design einfach ein bisschen zu kurz kam bisher. Vielleicht kann man das ändern. Und genau, und ich übergebe einfach an dich schon mal das Wort, nicht ohne auf das aktuelle Bild zu schalten, was wir uns ausgesucht haben in unserer Vorbesprechung. Ein Bild, auf das wir dann am Ende unseres Talks auch nochmal zurückkommen werden. Das ist ein Bild aus dem Vitra Design Katalog von 2017, also 4 Jahre alt, relativ zeitgenössisch sozusagen. Aber wo und wann in der Vergangenheit des 20. oder 21. Jahrhunderts und auch wie und durch welche Entwürfe eigentlich schon Aspekte von dem Thema auftauchten, was du Organic Design nennst. Darüber wollen wir jetzt im Anschluss gleich sprechen. Und vielleicht, genau, übergebe ich jetzt schon mal das Wort und warte auf deine Bildanweisungen sozusagen. Ja, Grete, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich muss immer wieder zwischendurch ein bisschen hier auf den Bildschirm tippen, weil dann wieder das Bild für mich ein bisschen dunkler wird. Ich bin noch nicht so ganz
da, aber herzlichen Dank für die Einladung und auch ja, alle, die hier heute dabei sind, einen schönen guten Abend. Viele Studierende der Hochschule sehe ich auch gerade oder ahne ich so an den Namen, die ich hier lese. Also schön, dass ihr hier mit dabei seid. Natürlich auch alle anderen, die hier heute dazu geschaltet sind. Ja, Krit, du hast es schon wirklich auf den Punkt gebracht in der Einführung. Die Leerstellen in der Designgeschichte, das ist natürlich das, was man immer wieder findet, wenn man sich intensiv mit Designgeschichte und Designtheorie beschäftigt, so wie ich das ja beruflich mache, auch mit großem Engagement und auch viel Spaß. Und dann merkt man natürlich plötzlich immer, wo sind denn eigentlich diese Leerstellen? Und das, was mich immer umgetrieben hat, ist eben tatsächlich das, dass es natürlich eine große Erzählung gibt zum Thema Funktionalismus, Industrieästhetik, Bauhaus, HFG und so weiter. Und gerade in Deutschland. Und dann gibt es immer wieder Stränge, die sozusagen auf Nebenwege führen und dann die Fragezeichen hinterlassen. Und als du mich gefragt hast, ob ich hier dabei sein möchte mit einem bei diesen Gesprächen, habe ich gedacht, ja, es wäre vielleicht mal eine Gelegenheit, diese wenig betretenen Pfade, die auch noch mit den Fragezeichen versehen sind, mal zu betreten. Und das Feld Organic Design, das werden wir heute Abend ja auch feststellen, das ist natürlich groß und fast unermesslich. Und wir haben uns heute einen Teil ausgesucht, mit dem wir uns genauer beschäftigen wollen. Das ist im Prinzip so die Zeit, sage ich jetzt mal, spätes Bauhaus, also späte 20er Jahre, mit Schwerpunkt dann bis in die beginnenden 50er Jahre, also das, was man als Organic Modern, vor allem in den USA auch bezeichnet. Und dann noch ein Schwenk oder ein Ausblick oder ein Bogen, den wir schlagen wollen zum Heute und der Frage, hat das heute noch etwas mit uns zu tun? Und wenn ja, was? Also das ist so das, was wir uns vorgenommen haben für den heutigen Abend. Genau. Und ich würde vorschlagen, wir steigen sofort mit dem ersten tatsächlichen historischen Bildbeispiel ein. Jetzt tue ich mal wieder meine Technik hier einsetzen. Vielleicht, Genau. genau, ich lese jetzt Wohnbedarf und ganz unten, ich hole es mal ein bisschen näher ran, steht auch das Wort Zürich. Das ist ein Genau. Plakat. Und vielleicht erzählst du einfach mal, was es damit auf sich hat. Ich halte es einfach mal so ein bisschen in die Kamera, dass man da dem Ja, Ganzen super. Krit, folgt. du machst das super. Ja, Genau, super. danke. Ich bin Ja, die also das ist begeisterte schon so Fan. ein erstes für mich wirklich ein Fragezeichen gewesen und dass ich immer wieder rumgeschlichen bin, immer wieder, wenn ich Bücher aufgeschlagen habe, mir kam dieses Plakat entgegen, dachte ich mir, was hat Max Bill damals 1931, 32, als er dieses Plakat geschaffen hat, was hat er sich dabei gedacht? Er kam ja vom Bauhaus und man sieht auch an den topografischen Details, wir haben die Kleinschreibung, wir haben die etwas gedrungene Schrift, die sich dann an die Gestaltung der Wohnbedarf AG, das ist eine Verkaufsstelle in Zürich gewesen, die moderne Möbel für das neue Bauern verkauft hat. Das sehen wir auch hier auf den Plakaten. Also angepasst an diese Ladenfassadengestaltung. Aber wir sehen aus der neuen Typografie die Kleinschreibung, die konsequente. Aber dann haben wir auch nochmal das Thema Fotografie oder Fotomontage. Und wir sehen, Krit, du machst das super, wir sehen im Prinzip vier quasi Gestaltungsbeispiele oder Verkaufsbeispiele aus der Wohnbedarf AG, die man dort in diesem Laden erwerben konnte. Das Plakat ist gestaltet von Max Bill, ich habe es ja schon gerade erwähnt, in Zusammenarbeit mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Binia Bill, die wir dort auch unten rechts auf dem Freischwinger sitzen sehen. Wenn wir uns die Möbel anschauen, dann sehen wir natürlich, okay, Freischwinger, Stahlrohrmöbel, wir sehen einen Klapptisch von Max Moser, der demonstriert wird von Max Bill höchstpersönlich, also fotografiert von seiner Frau, und einen Kleiderschrank, der ja uns auch sehr stark an vielleicht die Produkte der Ausbauwerkstatt des Bauhauses erinnert, also minimalistisch einfach gestaltet und unten, wenn du noch gerade die Lampe zeigst, also auch da additiv konstruiert, eine Leuchte, eine verstellbare Tischlampe, so steht es unten drunter und wir haben auch gleich die Preise. Alles soweit quasi in den Kanon der traditionellen, modernen Avantgarde-Typografie der späten 20er Jahre einzuordnen. Und dann kommt das große Fragezeichen. Sie sehen es auch alle selber ganz genau. Also was, nicht nur das Rot, das passt ja noch zur neuen Typografie, sondern woher kommen jetzt diese abstrakt organischen Formen, mit denen er sich hier beschäftigt? Wenn man in die Literatur schaut, dann findet man nicht so richtig viel. Da muss man sich dann tatsächlich auch anschauen, was hat er in dieser Zeit gestaltet. Und da fangen natürlich die Fragen an.
Also wir haben quasi den Gegensatz von zwei verschiedenen Formtraditionen, die hier in diesem Plakat zusammenkommen. Also einmal kann man sagen, geometrisch abstrakt, das ist das, was man aus natürlich dem Produktdesign und der abstrakten Kunst natürlich kennt aus den 20er Jahren. Man kann sagen, das ist die Formsprache des neuen Bauens und des Bauhauses, der Avantgarde, die aber schon in den späten 20er Jahren natürlich schon, sage ich jetzt, so bekannter ist. Und wir haben eben diese abstrakt organischen Formen und die Frage, wo kommen die her? Man hat auch natürlich die neue Typografie so ein bisschen, ne? Also in diesem Block und so weiter. Also auch das, was du schon gesagt hast, ist etwas, was natürlich an diese konstruktiven, sachlichen Elemente anknüpft. Genau, aber Bubbles, Genau. genau. Also wenn man in die Designgeschichte schaut, dann stellt man fest, dass um 1930, wie soll ich sagen, so eine, ja, immer wieder so eine so Beschreibung auftauchen. Um 1930 hat sich die Avantgarde etabliert. Es gab schon Käufer, also nicht große Käuferschichten, aber es gab im Prinzip was wie eine der Avantgarde gegenüber aufgeschlossene Bevölkerungsgruppe, die auch dann die Produkte in gemäßigter Form sich in die Wohnung gestellt hat. Wir sehen, dass sich die neue Typografie durchsetzt, insoweit sogar oder so stark, dass sogar Jan Tschichold oder auch Marcel Breuer, ja, andere Avantgardisten der neuen Typografie im Prinzip. Ja, sich gefragt haben, kann es eigentlich so weitergehen, wenn quasi jeder Setzer, jeder Drucker quasi diesen Bauhausstil nachahmt, also ein einfaches Rezept, dann müssen wir im Prinzip weiterdenken. Und das, was wir hier in diesem Plakat sehen, ist eigentlich so ein Schritt, glaube ich, in so eine Richtung weiterzudenken. Also sich von dem Regelwerk zu verabschieden und neue Wege zu beschreiten. Also sich auch vielleicht ein bisschen entspannter quasi in Zukunft zu gehen und ja, zum Beispiel Schriftmischung zuzulassen, das sehen wir ja auch in diesem Plakat. Ja, wenn wir fragen, was ist um 1930 dann in Deutschland los, dann können wir sagen, 1928 findet so ein Bruch im Bauhaus statt. Gropius, Marcel Breuer verlassen oder auch Mohe Notsch verlassen das Bauhaus und gehen quasi in die zum Teil in die freie Wirtschaft, also Mohe Notsch und Herbert Bayer sind in der im gebrauchsgrafischen Bereich unterwegs und ja, entwickeln sich da im Prinzip weiter. Und da ist es eben auch so, dass man, wenn man in die Modemagazine der damaligen Zeit schaut, auch so einen leichten surrealistischen quasi Einschlag schon erkennt. Und wenn man zum Beispiel Bayers Selbstporträts oder auch, sagen wir mal, freiere Arbeiten anschaut, Fotomontagen aus dieser Zeit, um 1930 oder 1932, dann sieht man eben schon, dass es da Einfluss aus dem Surrealismus gibt. Das ist Nun ist der was in der Surrealismus deutschen. ja eine Kunstströmung, die ja sehr bekannt ist und mit verschiedenen Protagonisten irgendwie zusammengeht. Also, und das ist ja aber nicht von ungefähr, dass das Ganze hier bei dem Plakat auch in Zürich stattfand, weil Zürich, soweit ich weiß, und das wirst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, natürlich eins der Zentren des Surrealismus Anfang der 30er Jahre war. Na gut, eines der Zentren würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Also Paris war sicherlich ein wichtiges Zentrum, aber man kann sagen, dass es eben auch um 1928, 29 da ganz wichtige Impulse gegeben hat. Also in der deutschsprachigen Schweiz, in Zürich, gab es eine ganz wichtige Ausstellung, die hieß Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik. Also es ging natürlich um eine Kunstausstellung, aber natürlich haben auch die kunstaffinen Gestalter oder auch Künstler, Max Bill war ja alles in einer Person, auch Architekt, diese Ausstellung gesehen. Und das ist eben das Faszinierende eigentlich, wenn man sozusagen diesen Bereich der deutschen Designgeschichte verlässt um 1930 und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Zürich, dann stellen wir eigentlich fest, dass sich da plötzlich ganz interessante Welten auftun. Man kann sagen, es gibt so einen Schmelztiegel, in dem ganz viele verschiedene Impulse zusammenkommen. Und diese Ausstellung von 1929 war quasi nur der Ausgangspunkt. Man kann sagen, dass sich dort vor allem durch die Gideons, also Siegfried Gideon und seine Frau Carola Gideon-Welker, Kunsthistorikerin, alle beide, ja,
sozusagen in dieser Wohnbedarf-AG, in der für die dieses Plakat entstanden ist, im Prinzip diese Szene ganz stark getummelt hat. Also Stichwort wäre zum Beispiel Hans Arp, der auch mit den Gideons befreundet war, große Ausstellungen hatte, aber auch kuratiert von Carola Gideon-Welger. Und das Stichwort wäre auch eben Alvar Aalto, der auch seine Möbel, dann auch später um diese Zeit herum, 1932 entstanden, seine Schichtholzmöbel dort über die Wohnbedarf AG quasi vertrieben hat. Also man kann sagen, da entsteht so eine ganz interessante Gemengelage, in der auch Max Bill natürlich zu Hause ist. Max Ernst wäre auch noch so ein Begriff oder so ein Name, der da zu nennen ist, der auch befreundet war mit Max Bill. Jetzt will ich nochmal zurück auf das Plakat kurz. Ich sehe hier eigentlich Dinge, die wir, sagen wir mal, in unserem Wissen um Designgeschichte eher als Antagonismen immer wieder dargestellt bekommen, sehen wir hier eben nicht als Widerspruch zusammen, sondern eben in einer sehr merkwürdigen und, wenn ich das Plakat anschaue, tatsächlich zukunftsweisenden Form zusammengebracht, nämlich das Konstruktivistische mit dem Organischen oder mit dem, ja, wie soll ich sagen, weichen, blasenartigen Formen, nach merkwürdigen Rottonen und so weiter, wobei der Ausdruck natürlich vielleicht nicht ganz farbecht ist. Das heißt, kann man sagen, dass dieses Konstruktivistische und das Organische dort zusammengefunden haben? Oder kann man sagen, dass es gar nicht als Widerspruch so empfunden wurde, wie wir das heute oft ja darlegen, als Entweder-Oder? Genau, das ist eigentlich das Interessante daran, also für mich persönlich jetzt auch, dass der Widerspruch einfach nicht da ist, weil Max Bill hat es natürlich sehr gekonnt zusammengefügt und hat anscheinend selber auch keinen Widerspruch darin gesehen. Also wir müssen uns vielleicht eher fragen, vielleicht wird das auch nachher nochmal Thema sein, warum sehen wir denn da eigentlich einen Widerspruch? Warum sehen wir denn eigentlich nur immer eine Linie, auf der wir gerne geradeaus laufen möchten und sind eigentlich nicht bereit, mal links oder rechts an dieser Linie sozusagen Schritt zur Seite zu treten und mal zu schauen, was befindet sich denn da noch oder was gibt es da noch zu entdecken? Also für mich wäre der Schlüsselbegriff, um so ein Werk zu be be beschreiben, abstrakt organisch. Das ist auch ein Begriff, den werden wir noch mal öfter hören, weil das ist sozusagen jetzt nicht quasi eins zu eins surrealistisch übersetzt, sondern das ist im Prinzip sind die verschiedenen Einflüsse vor allem aus dem abstrakt-organisch-künstlerischen Bereich. Da wäre zum Beispiel eben gerade Hans Arp eine ganz, ganz wichtige, eine ganz zentrale Rolle. Und gerade diese, sage ich jetzt mal, abstrahierten Formen aus der Natur oder aus dem aus ja, lebendigen Formen, das sind die Formen, die auch die Designer in dieser Zeit umgetrieben und inspiriert haben, meiner Meinung nach. Ja. Gut, ich meine, ich denke natürlich auch an Alexander Calder, dann der ja sehr stark in den 50er Jahren mit seinen Mobiles wirklich, sagen wir, auf dem Weltmarkt unterwegs war und ja, schon fast als modisch für die 50er Jahre gilt. Ich finde es immer wieder überraschend, dass eben genau diese Form im Zusammenhang mit surrealistischer Kunst dann schon so früh in den 30er Jahren formuliert wurden als Plakat. Gut, wobei Surrealismus ist vielleicht wirklich nicht so das richtige Wort, aber es ist vielleicht eine Hülse, um so eine Sensibilität zu entwickeln, dass wir uns wegbewegen von diesem abstrakt organischen oder geometrisch organischen hin zu einer anderen, vielleicht anderen oder leicht anderen Formauffassung, die sich da in dieser Zeit entwickelt. Wir sind ja im Beginn der 30er Jahre, also wir sind noch nicht in den 50er Jahren, sondern wir sind eigentlich jetzt auch heute in einem Gespräch so in dieser Zeit dazwischen, zwischen den 30er und den 50er Jahren. Genau. Wollen wir da mal schon auf das nächste Bild zurückkommen? Ich muss immer mal so ein bisschen gucken, was die Uhr sagt. Also was Genau. vielleicht wichtig ist, nochmal Alvar Aalto als Stichwort, diese Sperrholzmöbel und die Idee, Holz zu verformen, ist natürlich gerade Anfang der 30er Jahre sehr virulent, wird ja auch dann von Alvar Aalto quasi zur Perfektion oder zu einem ersten Höhepunkt, zur ersten Perfektion getrieben, hat dann aber Mitte der 30er Jahre nochmal quasi wie soll ich sagen, ähnliche Szene oder ähnlich gelagerte Szene in London, in Großbritannien. Da stehen eben auch noch mal viele Sperrholzmöbel, die dann
die dann auch auf dem englischen Markt bekannt sind. Also das ist so das Thema, dass man sich wegbewegt von den Stahlraummöbeln als quasi Ausdruck von Avantgarde. Und Alvar Aalto schreibt eben auch rückblickend, dass dieses Thema Holz eben nicht nur materialtechnisch für ihn interessant gewesen sei, sondern es sei eben auch darum gegangen, etwas zu finden, was den Menschen angenehmer ist. Also der Umgang mit dem Material, das ist etwas, was als Qualität oder als neue Qualität verstanden worden ist in dieser Zeit. Und da war Aalto sicherlich auch ein großer Impulsgeber für das Produktdesign oder für das Möbeldesign. Genau, In jetzt den springen wir mal Mitte der einfach. 30er. Ach, du bist Ja, schon in schon. Mitte der 30er, ja. Ich habe natürlich schon wieder das nächste Bild in der Hand. Ja. Wollen wir das machen oder hast du noch einen kleinen Schlenker für Ja, die einen kleinen 30er, Schlenker um vielleicht auch, das zu was ich auch vertiefen? gefunden habe, was auch sehr interessant ist, dass Le Corbusier beispielsweise auch Mitte der 30er Jahre Ausstellungen gezeigt hat, in Brüssel beispielsweise ein Studierzimmer für einen jungen Mann, so hat er es genannt. Und da sind eben neben einer Tafel, auf dem viel geschrieben war oder auch geschrieben werden konnte, auch viele Fundstücke zu sehen. Also im Prinzip surrealistische Fundstücke, die auch so eine ganz eigene Geschichte erzählen oder auch, wie soll ich sagen, ja, die Geschichte, durch die sie hindurchgegangen sind. Also so abgewaschene Steine, die man am Meer gefunden hat oder Holzstücke. Also das sind alles solche Themen sozusagen, die da in der Luft liegen. Und das ist etwas, was dann später für diese sogenannte Organic Modern oder dieses Organic Living, wie ich das nenne, auch interessant und relevant geworden sind. Interessant, ja. Die Bezüge, also diese Zugriffe von Gestalterinnen und Gestaltern, damals natürlich noch mehr Gestaltern, in die Natur, werden die collagenartig dann zusammengefügt, also zu so einem Potpourri von einzelnen Elementen, die zusammen sich zu so einer Atmosphäre verdichten. Und wenn das so ist, wie würdest du diese Atmosphäre vielleicht nochmal beschreiben? Was ist das für eine Atmosphäre, die Also in solchen es ist ganz Entwürfen wie bei unter Le Corbusier dann entstehen. also es ist ganz unterschiedlich. Le Corbusier beispielsweise hat anscheinend so eine Art Schreine entwickelt, in die er dann seine Fundstücke hineingelegt hat. Das waren nicht nur Fundstücke aus der Natur, sondern es waren eben auch archaische Utensilien, also alles, was man so mit der Theorie des surrealistischen Objektes sozusagen ja, als faszinierend empfunden hat. Das ist so ein Weg gewesen, also das sozusagen ganz besonders hervorzuheben, zu betonen, diese, ja, diese Sammlung für sich weiter zu verfolgen und zu vervollständigen. Und das andere, das werden wir dann später sehen, ist dann eher so eine atmosphärische Anordnung von Fundstücken oder persönlichen Objekten, die dann dazugehören, später, wenn es darum geht, die moderne Gestaltung, ja, so auszustatten, dass sie für breite Bevölkerungsschichten ja, nachahmenswert erscheinen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Entwicklung. Gut. Wir springen jetzt mal 10 Jahre weiter, also verlassen die 30er und sind Anfang der 50er Jahre. Und du hast ein Bild mitgebracht, was ich jetzt mal wieder gekonnt zeige. Ja, das ist aber nicht Anfang der 50er Jahre, sondern Habe ich erstaunlicherweise, 50er gesagt? Ich meine Anfang 40er, Entschuldigung, genau, 41, Anfang ja, der genau. 40er Jahre. Das Und war. wir sind jetzt bei dem Wettbewerb Organic Design in Home Furnishings. Der hat eigentlich auch diesen Begriff Organic Design sehr stark geprägt. Er ist ausgeschrieben worden vom MoMA, vom Museum of Modern Art in New York. Und der erste Preis oder die ersten Preise, muss man vielleicht sagen, wurden gewonnen von zwei sehr berühmten Architekten und Produktdesignern, die alle, die heute zuhören, wahrscheinlich kennen. Einmal von Charles Eames und Eero Saarinen. Die zwei haben im Team zusammen diese Entwürfe eingereicht. Und das Interessante, was ich jetzt interessant daran finde, ist eben, dass wir hier wieder zwei Konzepte haben, die wir schon bei Bill kennengelernt haben. Also wir haben einerseits diese abstrakt-organischen Formen, also die organisch geformten Stühle, das jetzt in der Sperrholz, verformtes Sperrholz ist, was gezogen ist. Zoom es mal ein bisschen Genau, ran. also Vor verschiedene allem der Stuhlmodelle. wird uns dann noch interessieren, den ich jetzt mal ein bisschen näher Genau, zeige. also verschiedene Stuhlmodelle, die dort diesen ersten Ja. Preis gewonnen haben. Und dann haben wir als zweites noch diese Modulmöbel, die
die man, genau, du zoomst Ja, jetzt sogar noch dran, sehr die man gut. da eben auch sehr gut sehen kann, jetzt hier zusammengestellt als so eine Art Anrichte. Also verschiedene Elemente sind zusammengestellt worden, jetzt hier in dem Raum als Anrichte. Aber, Grit, im Vordergrund haben wir auch noch mal ein Den ganz tollen. interessantes Möbel, wie ich finde, auch sogar heute noch interessant oder Ja. vielleicht sogar nachahmenswert, nämlich die Kombination, eine hybride Kombination, so würde ich schon fast nennen, zwischen Schreibtisch und Sitzbank. Also würde man heute vielleicht nicht unbedingt drauf kommen, aber das ist eben das Erstaunliche, dass man versucht hat, da durch diese standardisierten Elemente eine große Varianz reinzubekommen in diese Unit Furnitures, also in diese Möbel, die aus Einzelteilen immer wieder neu kombinierbar und zusammensetzbar sind. Und das Interessante, was ich jetzt ja, bemerken möchte, ist eben, dass jetzt wieder diese zwei Konzepte quasi verbunden werden. Also einmal das geometrisch abstrakte Konzept, das haben wir in den variablen Möbeln, die zusammengesetzt werden können. Und dann haben wir wieder dieses organisch abstrakte Konzept, also die Möbel, die sich dem Körper anpassen. Und auch da Und wird das man. Modulartige, ne? Also hier auch nochmal diese Sitzgruppe, die ja, ich würde auch eher sagen, abstrakt ist. Es ist natürlich gepolstert, daher etwas weicher. Das Konstruktive ist ein bisschen zurückgenommen, aber trotzdem in diesem Geometrie, also der geometrischen Gestaltung der Sitzflächen, würde ich das schon eher zu dieser Auffassung irgendwie zuzählen. Und dann natürlich. Ja, auch dieser Tisch beispielsweise, der ja auch wirklich ja, ganz ein schlichtes Rechteck ist und keine ja, sich entgegenneigenden Formen oder sowas aufweist, auch die Fenster und so weiter. Genau, das ist natürlich irgendwie Ja, gut aber gebildet hier. das Erstaunliche ist ja, dass beide Konzepte als Organic Design verstanden worden sind. Also beide haben den ersten Preis gewonnen in dieser Kategorie für diesen Wettbewerb Organic Design in Home Furnishings. Also für die Ausstattung des modernen Heims, der modernen Wohnung sind also diese zwei Konzepte als Organic Design verstanden worden. Also das ist Genau. etwas, zumindest was jetzt dieses Modulartige betrifft, was man jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick so erwarten würde, sage ich jetzt mal, auch vielleicht Genau. aus der deutschen, auch vielleicht aus der Aber deutschen Perspektive. ja. Zumindest wenn wir das Organische nur mit dem Natürlichen, irgendwie Natürlichen verbinden, ne? Und dann wären wir eigentlich Genau. schon bei dem Begriff. Ich überspringe mal die anderen beiden Sachen, da kommen wir nochmal dazu. Aber Organik meint eben nicht nur die Natur oder das Natürliche, sondern wenn man, also ich denke natürlich dann an so Begriffe wie Organismus, aber auch Organisieren, Organisation, Organ. Also was ja eigentlich etwas beschreibt, was eher das auf jeden Fall ein komplexes, aber vor allen Dingen lebendiges und selbsterhaltendes und aus sich selbst bildendes Element darstellt, während natürlich im Gegensatz dazu das Mechanische steht, was ja irgendwie von außen inspiriert ist, von außen initiiert ist, also durch einen äußeren Impuls, der eher als künstlich oder zumindest technisch und technologisch wahrgenommen wird. Also das sind ja eigentlich, ist ja der Begriff des Organischen. Und was natürlich interessant ist, ist natürlich vor allen Dingen dieses aus sich selbst herausbilden, aber auf jeden Fall komplex und lebendig zu sein und natürlich auch trotzdem ein System darzustellen, was also was eben nicht unbedingt ja, Natur meint, sondern eigentlich ein bestimmtes Produktionssystem auch darstellen kann. Und das finde ich irgendwie nochmal ganz spannend. Und ich schalte jetzt nochmal wieder das Bild dieser besonderen Ausstellung aus dem MoMA von 1941 rein. Du hast da schon auch viel erzählt. Und ich würde, wenn du nichts dagegen hast, jetzt dramaturgisch hier auf diesen Stuhl lenken, um natürlich sofort mal in die Gegenwart zu springen. Wieder in einen Vitra-Katalog von den gleichen, wo wir vorhin schon dieses Bild gesehen haben. Und da ist er wieder. Also da ist wieder der Organic Chair. Der wird auch genauso bezeichnet als Organic Chair. Und vielleicht kannst du hierzu noch mal ein bisschen was erzählen. Also was ist eigentlich der Impuls heute oder was könnte der Impuls heute sein, sowas ja, Hallo? wieder ins. Ja, hörst du mich?
Jetzt warst du gerade unterbrochen, ich, Ich aber war ich gerade glaube. unterbrochen. Okay, hoffentlich hört man mich jetzt wieder. Das schwankt wahrscheinlich das Netz irgendwie. Also was kann der Impuls sein, jetzt von Vitra, so ein Stuhl, der eigentlich in den 40er Jahren entwickelt wurde, heute im Jahr 2020 wieder auf den Markt zu bringen? Gut, er ist ein bisschen früher auf den Markt gebracht worden, aber die Motivation, ich sag mal so, wir können mutmaßen, aber die Motivation ist eben die gewesen, zunächst mal ganz praktisch, dass dieser Stuhl im Prinzip in der Zeit damals, also bei dem Wettbewerb Organic Design and Home Furnishings, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat für viele Entwürfe, die danach kamen, nicht nur der ihm, sondern auch dann in den späten 40er und vor allem in den 50er Jahren. Also insofern kann man sagen, es ist tatsächlich ein stilbildendes Möbel gewesen, was in der Zeit und weit über die Zeit hinaus Designer, Produktdesigner angeregt hat, über diese organische Form nachzudenken. Es geht vor allem auch darum, dass es darum ging, dieses Sperrholzmaterial quasi zu verformen, möglichst dreidimensional zu verformen. Also herstellungstechnisch war da auch schon ein wichtiger Schritt vollzogen, wenn auch noch nicht hundertprozentig. Also man kann sagen, dass es im Prinzip quasi Klassikerqualitäten hätte. Also es ist ein Möbel, was für eine bestimmte Zeit steht und was quasi bestimmte Diskussionen herstellungstechnisch, gesellschaftspolitisch quasi in Form bringt und zum Ausdruck bringt. Und letztendlich ist es nicht produziert worden in der damaligen Zeit und als Plan vorhanden gewesen. Und dann ist vielleicht eher die Frage, warum sehen wir dann ab dem Jahr, nach der Jahrtausend, also wenn, sage ich jetzt mal ganz grob, wieder solche organischen Formen als besonders faszinierend oder besonders wichtig an. Das ist dann natürlich auch vielleicht für eine Firma wichtig, zahlt auf eine Marke ein, aber ich glaube, es ist noch viel, viel mehr, weil anscheinend dieses Möbel mit dieser Form auch etwas ausdrückt, was für unser Lebensgefühl und für unsere aktuelle Situation gerade wieder wichtig geworden ist. Also was ich damit sagen möchte, es war vielleicht nicht immer gleich wichtig, aber in einer bestimmten Zeit wird es wieder als wichtig erachtet, diese Form zu zeigen und diese Form zu benutzen und diese Form wieder zu aktualisieren. Das zeigt eigentlich, dass natürlich das Objekt gleich bleiben kann, aber die Bedeutung, die wir, die Gesellschaft, die einzelnen Personen, aber auch natürlich wir als Museum bestimmten Objekten geben, die verändert sich immer wieder und wird eigentlich immer wieder natürlich durch Diskurse wieder neu zum Thema gemacht oder werden natürlich durch bestimmte gesellschaftliche Beobachtungen plötzlich wieder aktuell. Beobachtungen von großer Veränderung, die wir ja gerade irgendwie natürlich nicht nur wegen Corona, sondern überhaupt auch wegen unserem Verhältnis zur Natur oder zu unserer Umwelt natürlich total stark wieder erleben. Und das heißt einfach, es ist dann eigentlich nicht ein klassischer neuer Historismus, den wir da erleben. Also es wäre ja so ein bisschen die ketzerische Frage, sind wir irgendwie nicht weitergekommen heutzutage? Und fällt uns nichts Neues ein, als dass wir quasi Objekte wieder auf den Markt bringen, die ja, wie alt schon sind, also 70 Jahre alt. Oder ist quasi die Gesellschaft einem ähnlichen Umbruch heute oder einem vergleichbaren Umbruch wie beispielsweise in den 40er, 50er Jahren. Das wäre eigentlich so Gut, eine Theorie, man ne? kann vielleicht jetzt nicht von genau denselben Umbrüchen sprechen, Ja. aber anscheinend geben wir diesen Möbeln mit diesen Formen wieder eine neue Bedeutung. Vielleicht auch, weil sie etwas damit zu tun haben, wie, also mit, vielleicht geht es auch um den Zusammenhang, in den diese Möbel eingebettet sind. Also ein paar Dinge hat man ja schon quasi definiert für dieses Organic Living. Also letztendlich sind das die Fundstücke oder persönliche Dinge, die wichtig sind. Es geht im Prinzip darum, dass ein Lebensraum geschaffen wird, der auch etwas über die Menschen erzählt, die in diesem Raum wohnen. Also das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um diese modernen Möbel oder diese moderne Einrichtung in den 50er Jahren zu vermitteln. Und da gehört auch ganz wichtig das Thema Natur dazu oder gezähmte Natur, vielleicht für das Interieur zu nennen, also Blumenarrangements oder es sind Früchte auf dem Tisch oder es sind Fundstücke aus der Natur an der Wand oder es sind Fotografien von getrockneten Zweigen. All diese Dinge spielen sozusagen in diese
Lebenswelt hinein und werden vermischt mit diesen quasi zwei Konzepten des Organic Design, also einmal dieses modulare, systemhafte, erweiterbare, kombinierbare und das andere eben dieses abstrakt-organische, was sich an die Form des Menschen anpassen soll. Wollen wir zum nächsten Bild mal hüpfen, jetzt ins Jahr 4950 hinein? Du weißt schon, was kommt. Ich drehe es mal wieder um und zeige auch wieder schwarz-weiß ein. Genau, also wichtig beim MoMA ist natürlich gewesen, dass das Museum natürlich einen großen Einfluss hat. Es zeigt natürlich nicht nur Designausstellungen, aber auch und sehr wichtige. Sondern es zeigt eben auch Kunstausstellungen und das, was du vorher gesagt hattest, dass Kunst auch in den 50er Jahren sehr stark parallel gesetzt worden ist zu Design, hat eben auch etwas mit den MoMA, mit diesen MoMA, verschiedenen MoMA-Ausstellungen zu tun in dieser Zeit. Also das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Wichtig ist, dass das Museum of Modern Art eben angefangen hat, mit dieser Organic Design Ausstellung auch solche Situationen im Wohnraum zu zeigen, wie lebt man in einem Raum, in so einer Sitzecke, an so einem Schreibtisch, wie kann ich mir das vorstellen? Es gab viele Ausstellungen fürs Industriedesign, in denen man die Dinge auch anfassen durfte. Es gab einen Katalog, in dem man dann auch lesen konnte, was kosten die Dinge, wo kann ich die herbekommen? Also Useful Things war da beispielsweise eine Ausstellungsreihe. Also ein echtes Museum angewandter Kunst sozusagen, also eben nicht das die klassische bildende Kunst Hochburg, die wir vielleicht heute oft uns vorstellen, sondern tatsächlich eine Kunstinstitution, die also in die Wohnbereiche hineinwirken will und eigentlich, sagen wir mal, sich durchaus auch als Berater für Einrichtungen, Wohnungseinrichtungen und in dem Moment natürlich auch für persönliche Konzepte irgendwie interessiert oder zumindest bestimmte persönliche Konzepte als die Vermittlungswerten irgendwie anerkennt. Ja, das war natürlich der große erzieherische Impetus, das kennen wir auch schon aus Deutschland, aus dem Deutschen Bergbund beispielsweise. Es ging also dann darum, wie soll ich mich denn einrichten? Und das MoMA hat es aber wirklich sehr stark auf das Thema, wie richte ich mich modern ein? Also wie kann ich den amerikanischen Haushalt nach dem Zweiten Weltkrieg quasi modernisieren, wenn wir neue Häuser industriell herstellen, wie sieht denn das Pendant sozusagen im Inneren aus? Und da hat es eben tatsächlich Lebensräume vorgestellt im Museum, aber es gab natürlich dann auch große Herstellerfirmen, die dann Showrooms gestaltet haben, die dann auch nicht nur als Raum besucht werden konnten, wie auch natürlich im Museum, sondern die Bilder, die in diesen Showrooms entstanden sind, haben dann quasi nachgewirkt in den Magazinen oder auch anderen Katalogen eigentlich letztendlich bis heute. Und ein Beispiel davon hatten wir ja abgesprochen, das wollten wir hier ganz kurz uns mal gemeinsam genau, anschauen. Ich habe es vorhin schon mal kurz reingehalten. Genau, hast du schon mal kurz gezeigt. Genau. Das ist erstaunlicherweise auch aus dem Jahr 1949, also auch relativ oder sehr früh, kann man sagen, ein Showroom von Herman Miller. Und wir sehen da eigentlich so, wenn man sagen, aus heutiger Perspektive würde man sagen, Design Inkunabeln, also die berühmten Eames-Möbel. Aber woraus mir jetzt ankommt, sind eben wieder diese zwei Konzepte. Man hat also wieder diese, sage ich jetzt mal, additiven Konzepte, die dann darauf hinweisen, dass die Möbel zusammengestellt werden können nach individuellen Vorstellungen oder Bedürfnissen, auch den Raum betreffend. Und auf der anderen Seite haben wir wieder die Plywood-Chairs oder auch die Fiberglass-Chairs hinten, die dann wieder diese abstrakte, organische Form visualisieren. Und das, was ich ja sagen wollte, wir haben den Tisch, der ist gedeckt, da sind Pflanzen auf dem Tisch. Man fühlt sich, als würde man gerade zu Besuch kommen, wenn man diesen Showroom betritt. Und man muss sich also nur zum Essen niederlassen. Man hat Schalen auf den Tischen mit Obst, man hat aber auch persönliche Fundstücke von und Sammelstücke von den Eames, die dort platziert worden sind. Und so bekommt das Ganze tatsächlich auch eine persönliche Atmosphäre. Und ganz wichtig bei den Eames, das sehen wir in ganz vielen Ausstellungen, sind natürlich Farne oder andere quasi strukturhaft interessante Pflanzen, die dann in dieses Ambiente gestellt werden, die dieses Ambiente letztendlich auch beleben. Genau, und hier
Ich meine, gut, was wäre heute da auch natürlich in einer anderen Preiskategorie auch ganz interessant wäre, das haben wir jetzt als Beispiel nicht da, weil es vielleicht auch zu viel wäre. Ich meine, IKEA macht das natürlich auch in Reinkultur und inszeniert mögliche Persönlichkeiten, die quasi für bestimmte Räume, ja, vielleicht sich vor, also wie Charaktere, die, also Raumcharaktere, die dann natürlich die Möbel kaufen sollen. Aber vielleicht gehen wir hier nochmal in den Raum. Was ich hier an dieser Abbildung, an diesem Showroom wirklich interessant finde, ist natürlich, dass bestimmte, diese ganzen, der einzelnen Funktionsbereiche, die wir hier so erkennen, Sitzgruppen, aber hier vorne hast du schon erwähnt, diesen Esstisch. Aber hinten findet ja auch nochmal irgendwie so eine loungige Atmosphäre statt. Da steht auch, aber auch ein Schreibtisch und ein niedriger Tisch und so weiter. Das findet nicht in voneinander getrennten Räumen statt, sondern alles findet in einem großen Raum statt und wird quasi eher nach innen strukturiert. Also es gibt keine Wände, die einzelnen Funktionsbereiche des Lebens, wie in der Wohnung und so weiter, voneinander trennen, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, sondern hier werden die Dinge zusammengedacht. Und es entstehen eher Wohninseln, also so einzelne Funktionsverdichtungen in einem ansonsten offenen und, naja, fließenden Raum, kann man sagen. Und hier und da gibt es aber dann so, wie soll ich sagen, ästhetische Leckerli, die man dann irgendwie, ja, sagen wir mal, auch genussvoll betrachten kann. Und du sagtest vor allem die Rolle der Natur hier auch nochmal in den Bildern aufgegriffen. Und wenn ich das Ganze so ein bisschen wegzoome, und weiß nicht, wann das entstanden ist, könnte ich auch sagen, okay, frühe 60er. Also auch wieder eigentlich 10 Jahre, bevor ich es verorten würde, ist hier eben der Hermann Miller, der ja der Produzent war, der Eames Möbel in Amerika, einfach mit den Eames Produkten so umgegangen. Das Ganze hat stattgefunden in L.E., glaube ich. Ne? Das ist der Showroom, der in L.E., also auch an dem, mehr oder weniger in der Nähe, dort, wo eben auch Eames, Ray und Charles Eames gelebt haben. Und welches, Genau. ja genau, vielleicht übergebe ich ja gerade nochmal, weil mir tut langsam der Arm weh, ich Ja, muss mich ein das bisschen. Interessante, wie du sagst, ist natürlich der fließende Raum, der natürlich nochmal künstlich inszeniert wird durch diesen Patio-ähnlichen Außenraum. Also man sitzt drinnen, schaut raus und man hat eben keine Funktionstrennung, dass man sagt, man hat ein Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Das war tatsächlich auch bei den konventionellen Entwürfen, selbst für moderne Architektur, immer noch gang und gäbe, sage ich jetzt mal. Und dieses fließende Raumkontinuum, was ja keinen Unterschied macht zwischen diesen einzelnen Funktionen, haben wir dann eben auch in der Zeit auch beim Eames Haus, also von den Eames selber eingerichtet, ihr eigenes Haus als quasi Vorzeigehaus, als Case-Study-Haus. Und da sehen wir eigentlich ähnliche Konzepte. Das heißt, sie ja, gehen da auch immer hin und her zwischen ihrem persönlichen, quasi ihrer persönlichen Lebenswelt und der Lebenswelt, die sie für die Käufer oder für potenziell an dieser modernen Gestaltung interessierte Kunden denken. Also ein ganz interessantes Wechselverhältnis auch. Das Eames-Haus, vielleicht auch nochmal, das ist auch noch interessant, ist eben auch in einem Eukalyptushain mit einer großen Rasenfläche darum. Also dieses Verhältnis zwischen abstrakter Form und der naturhaften Umgebung spielt da schon auch eine ganz große Rolle, auch gestalterisch. Dieses Verhältnis zwischen Innen und Außen ist eigentlich aufgehoben. Also Natur ist eigentlich auch Teil dieses Wohnens. Ganz, ganz wichtig. Genau, ja. Und natürlich auch das hat natürlich auch klimatische Bedingungen. Also ich meine, LE, da ist wirklich das ganze Jahr irgendwie die Temperatur so, dass man also an Wärmedämmung und Kältebrücken und sowas gar nicht denken muss, sondern man hat wirklich auch im Januar die Möglichkeit, einfach rauszutreten. Das heißt, es sind natürlich auch Raumkonzepte, die in einer gewissen Weise auch für eine bestimmte Klimazone geeignet sind. Und vielleicht gucken wir uns mal das offene Raumprinzip bei einem deutschen Beispiel an. Das finde ich auch noch mal ziemlich spannend.
Vielleicht kannst du hier noch mal was dazu sagen. Das ist quasi die deutsche Variante, aber wie gesagt, auch eine Genau. Stellung. Also man muss natürlich dazu sagen, dass das, was wir hier sehen, ist auch 1949 eine Ausstellung in Deutschland, wie Wohnen. Da ging es um Nachkriegseinrichtungen und auch um die Frage, wie wohnen wir modern. Es war auch ein Wettbewerb, der ausgeschrieben worden ist, und es ging eben auch darum, für die Nachkriegszeit neue Möbel und Einrichtungskonzepte zu entwickeln. Was wir sehen, ist ein berühmtes Beispiel von Egon Eiermann. Also eine Vier-Zimmer-Wohnung für eine fünfköpfige Familie, habe ich nochmal nachgelesen. Und da sieht man ähnliche Konzepte, aber auch eben auch wieder andere Konzepte als das, was wir aus den USA gerade gesehen haben. Also wir sind ungefähr in derselben Zeit. Und wir haben auf der einen Seite diese Kastenmöbel, und wir haben auch die Idee von Multifunktionsmöbeln. Also man hat zum Beispiel diese Tischplatte, die man quasi additiv auf das Regal legen kann. Und wir haben auch verformtes Sperrholz. Aber was jetzt wirklich sehr interessant ist, sind eben jetzt diese Korbmöbel oder überhaupt Korb oder geflochten aus Korb hergestellte Produkte, zum Beispiel ein Papierkorb. Oder wir haben noch diese kleine Matte in der Mitte des Zimmers. Und natürlich haben wir jetzt diesen Sessel, der in Handarbeit hergestellt worden ist. Und das unterscheidet sich jetzt schon stark von dem, was wir aus den USA in dieser Zeit kennen. Und das ist vielleicht auch besonders bemerkenswert. Hat Also vielleicht auch mit der Situation, mit der wirtschaftlichen Situation nach Kriegsdeutschland zu tun. Also wirklich noch eine Situation, wo man wahrscheinlich an ja, Konsumpersönlichkeit und so weiter vielleicht eine ganze Weile erstmal überhaupt nicht denken konnte, sondern es ging wirklich um Bedarfsdeckung und natürlich um preiswerte Produkte in einem ansonsten vom Krieg ziemlich zerstörten Deutschland, auch durch ja, Kriegszerstörungen, ruinierten Produktionsstandorten und so weiter. Und dann spielt plötzlich das Handwerk wieder eine Rolle oder sagen wir mal eine ja, Produktionsform, die ja organic ist. Wir haben übrigens einen ähnlichen Korbstuhl. Es gibt ja verschiedene Formen, haben wir in der Sammlung im Museum und sind auch ganz stolz darauf. Genau, also, aber man kann, ich zeige noch mal diesen Showroom von Miller. Genau, und hier noch mal Eiermann in Deutschland. also man kann vielleicht sagen, dass die Detailfreude bezogen auf die Ausstattung mit persönlichen Accessoires und Fundstücken jetzt hier nicht unbedingt zu erkennen ist. Was man allerdings erkennt, ist eben auch, dass hier auch Pflanzen untergebracht sind, also dass man sich schon Gedanken gemacht hat, was kann man vielleicht noch mit diesem Raum inszenatorisch quasi anstellen, um so eine wohnliche Atmosphäre zu erzeugen. Und ich glaube, dass dieses Bondotrohr, aus dem dieser Stuhl hergestellt worden ist, auch in diese Richtung zielt. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass die Möbel farbig gefasst waren zum Teil, also dass sie jetzt nicht so schwarz-weiß sich vorzustellen sind, wie wir sie hier auf dieser Fotografie sehen oder auf der Kopie sehen. Eiermann-Korbmöbel waren auch weiß, beispielsweise. Gut, ich meinte jetzt nicht die Möbel, also nicht den Sessel, sondern ich meinte jetzt die anderen Möbel, die wir sehen. Also die waren farbig gefasst in Rot, Hellblau, Hellgrau und Weiß, aber eben auch in dem normalen Fichtenholz. Also man muss sich das Ganze doch ein bisschen bunter vorstellen, als so wie es hier auf dem Foto wirkt. Ja, aber es ist auch eine andere Art des Sitzens einfach in dem Raum. Also was man hier irgendwie nur schwer sieht, aber vielleicht liegt es auch am Bildausschnitt, ist es jetzt nicht so eine klassische schwere Couch, aber es gibt so eine Art Liegestuhl, den man auch modular bewegen kann. Den meine ich hier, der, wo man einfach den Fußbereich ausfährt und dann kann man quasi so ein bisschen eine Art ein liegendes Sitzen erleben. Das heißt, es ist irgendwie auch schon der Versuch, auch aus so einer Steifheit irgendwie rauszukommen in so eine andere Körperhaltung, die vielleicht lässiger ist und die vielleicht nicht eben mit dieser strammen Offiziersmentalität zu tun hat, die man dann vielleicht noch mit den Nazis in Verbindung bringt und so weiter. Also ich glaube, das spielt natürlich auch noch mal zu dieser Zeit eine extrem starke Rolle, eben das hinter sich zu lassen, was man gerade so erlebt hat. Ja, genau. Also.
Wenn man es natürlich vergleicht jetzt mit den Beispielen aus den USA, dann fällt natürlich auf, dass wir nicht diesen fließenden Eindruck haben. Also dass man so die Vorstellung hat, man hat dann so einen großen Raum und da fließen so die einzelnen, sage ich jetzt mal, Gruppen, Sitzgruppen oder Funktionsgruppen ineinander, sondern man ist eben tatsächlich auch in diesem Raum eher multifunktional. Also es ist ein kleiner, ein eher beengterer Raum, in dem mehrere Funktionen quasi bedient werden sollen. Das war wahrscheinlich auch dann, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt der Nachkriegszeit geschuldet, dass man also beengte Wohnverhältnisse hatte und man musste versuchen, möglichst schlau und möglichst klug Konzepte zu entwickeln, wie man Möbel umbauen, umnutzen kann, sodass man eben in einem Zimmer vielleicht auch schlafen kann. Diese berühmten ausziehbaren Couches und so weiter, das sind ja alles die Möbel, die in dieser Zeit auch entwickelt worden sind. Also insofern sehen wir dann auch eben einen Wohn-, Arbeits- und Essraum, der da ausgestellt war und das ist eben auch genau dieser Situation geschuldet, dass man natürlich noch beengter gelebt hat in den neu errichteten Gebäuden, für die dann diese Prototypen von Wohnungen im Prinzip auch so ein Modell geben sollten. Also wie wollen wir wohnen in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Und da war sicherlich dieser Vorschlag von Eiermann auch wirklich ein, soll ich sagen, zukunftsorientierter Vorschlag durch diese Multifunktionsangebote der Möbel, durch die flexiblen Systeme, die er sich entwickelt hat, aber eben auch durch diese sehr außergewöhnlichen und auch sehr individuellen Korbmöbel, die er vorgestellt hat, die doch schon auch sehr, wie soll ich sagen, ja, raumgreifend und auch ja, besonders sind, also so als Einzelstück auch diesen Raum, wie soll ich sagen, individuell aufwerten. Ja, und auch dem Raum natürlich eine wirklich Prägung geben. Also wenn wir jetzt nochmal in Richtung Verbindung zwischen Außen- und Innenraum gehen. Natürlich ein Korbmöbel ist ja auch ein Objekt, was auch im Außenraum angezeigt ist. Also es kann ja den Charakter auch von einem offenen Raum ergeben oder fast zu einer Garten- oder Verandasituation, wenn man da sich einen Korbstuhl einfach hinstellt. Das ist was anderes als so ein weich gepolstertes Sofa, denke ich. Also das ist, glaube ich, auch nochmal der Korb als Material ist immer im Außenraum auch einzusetzen. Ist ja relativ witterungsbeständig und leicht. Man kann ihn gut tragen und so weiter, wobei der natürlich sehr voluminös ist, aber das Material selber ist mit dem Außenraum verbunden. Viel stärker als mit dem Innenraum. Und das finde ich irgendwie interessant. Und vielleicht können wir nochmal über so Fragen, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, habe ich irgendwie gesehen. Deswegen will ich noch mal so ein bisschen so in so eine Metaebene reinhüpfen und fragen, was könnte denn Organic heute bedeuten? Also du hattest, naja, auch mal gesagt, dass es etwas ist, was irgendwie sich auch zwischen bestimmten Welten bewegen kann. Also einfach eine Kombination zwischen dem einen und dem anderen. Vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen hinschwenken. Ja, Grit, du hattest ja schon angedeutet, in der Definition von des Begriffs steckt ja schon ganz viel drin. Also auch da gibt es natürlich, ich sage mal, verschiedene Stränge innerhalb der Vorstellung, was ist organisch. Und natürlich kann man auch sagen, es gibt verschiedene Stränge innerhalb der Designgeschichte, was in den jeweiligen Phasen oder in den verschiedenen intellektuellen Auseinandersetzungen mit dem Begriff oder der Bedeutung des Begriffs als organisch verstanden worden ist. Wir haben jetzt nur mal versucht, uns sozusagen einem Strang etwas anhand von ein paar Beispielen zu nähern. Man kann natürlich auch noch mal ins 19. Jahrhundert schauen und fragen, wie eigentlich funktionale Designtheorie entstanden ist, also die Vorstellung beispielsweise von Evolution, wie verändern sich im Laufe der Zeit die Formen beispielsweise von Tieren oder von Pflanzen, weil sie sich bestimmten Bedingungen anpassen und was bedeutet das für Architektur oder für Produktdesign. Und so kann man natürlich dann auch jetzt nach den 50er oder späten 40er Jahren dann ins Heute schauen und vielleicht in die 90er Jahre oder die Zeit nach der Jahrtausendwende. Und da gibt es natürlich wieder ganz andere, auch technologische und gesellschaftspolitische Entwicklungen. Technologische Entwicklungen, das finde ich auch extrem interessant, ist natürlich, dass man in den 90er Jahren angefangen hat, ganz anders zu entwerfen. Also man hat natürlich Softwareprogramme, die dann jetzt eigentlich quasi ein additives Aneinanderfügen von Bauteilen schon fast verwehren, sage ich jetzt mal. Also die in sich eigentlich schon eine ganz andere andere Gestaltungsmöglichkeiten beinhalten. Also
sagen wir mal, eher kurvigere Formen quasi bedingen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass wir auch dann jetzt quasi im nächsten Schritt den Faktor Zeit mit drin haben in der Vorstellung, wie man gestaltet. Also, dass es eben zum Beispiel in der Typografie Schriften gibt, die sich dann anpassen können an die Formate oder je nachdem, welche Anforderungen da sind, so gestaltet sind, dass man sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen kann. Also das sind quasi auch Dinge, die für mich in diesen Bereich Organic Design mit reingehören. Also flexibles, vielleicht sogar fluides sich anpassen. Und da eröffnen sich nochmal ganz andere und, wie ich finde, auch sehr faszinierende Welten und Perspektiven für das Design heute. Also was wir gemacht haben heute, war wirklich mal so einmal in eine bestimmte Zeit reingegangen, die sehr klassisch ist, für die man auch eher diese Assoziation hat zum Thema Organic Design. Aber man kann das wirklich ja sehr weit treiben. Und das ist natürlich faszinierend. Man kann in den 60er, 70er Jahren noch ganz viel entdecken bei den neuen Kunststoffmaterialien oder bei ja, Soft Furnitures, die entwickelt worden sind. Da sind wieder ganz andere Konnotationen vorhanden. Und wie gesagt, jetzt in die neueren oder in allerneuesten Entwicklungen reingehen. Und da entdeckt man plötzlich unter diesem quasi Stichwort, unter diesem Gedankengang nochmal ganz andere Perspektiven für das Design. Und das ist eigentlich das, was mich begeistert und auch fasziniert und was mich eigentlich auch bestärkt, in diesem Thema ja immer wieder dran zu bleiben und ja, kleine Und man noch Abwege mal zu zum beschreiten. Abschluss, ja, würde ich noch mal vorschlagen, gehen wir noch mal wieder auf unser versprochenes Vitra Wohnambiente, also eine Landschaft, die quasi, ja, ich tue es mal so ein bisschen korrigieren hier. Also hier sehen wir einen Raum, den man gar nicht so funktional definieren kann. Wir sehen zwar einen Esstisch, aber außenrum könnte es auch irgendwie Essen, Wohnen, Schlafen zusammen gedacht werden, um einen Tisch, der natürlich irgendwie mit den schon mehrfach zitierten Naturprodukten, das sind glaube ich jetzt Tomaten oder irgendwelche Früchte, die vielleicht für die Küche zubereitet werden, liegen drauf, aber auch irgendwie ein Buch, wo man vielleicht gerade noch drin gelesen hat. Und es ist garantiert kein Kochbuch, sondern scheint vielleicht die Designgeschichte des 21. Jahrhunderts irgendwie irgendwas Intellektuelles sehe ich da drin. Aber wir sehen natürlich auch den Blick nach außen, der eigentlich auch kein wirkliches Außen ist, sondern fast wie so ein kleiner Innenhof wiederum. Also es ist ein Raumcharakter. Vielleicht kannst du mit deiner Beschreibung nochmal fortführen, weil wir haben uns ja das Bild irgendwie gemeinsam ausgesucht. Was hier dran könnte genau in diese Konzeption, die wir gerade so historisch entwickelt haben, nochmal so weiter ins 21. Jahrhundert führen? Also für mich ist es auf jeden Fall wieder so ein Fortführen dieser Organic Living Idee. Und man kann eigentlich ja von 1949 bis zu dieser Rauminszenierung einen großen Bogen schlagen. Es ist zwar moderner inszeniert oder heutiger inszeniert, würde man vielleicht besser sagen, aber die Situation ist eigentlich ähnlich. Man hat diese Vorstellung, man kommt in diesen Raum hinein, man möchte sich ja eigentlich gleich hinsetzen. Man hat natürlich auch mehrere Stühle. Auf diesen Stühlen verspreche ich mir natürlich auch andere Personen. Also die Konnotation ist soziales Miteinander. Und eben dieses draußen und drinnen sein. Also man ist zwar drin, hat aber diesen Bezug zur Natur, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Was ich auch noch sehe, sind natürlich deine Sammlungen, die du schon mal erwähnt hast, hinten auf dem Regal. Sehe ich fast, naja, ich nehme an, das sind irgendwelche, was weiß ich, Zylinder, man weiß es nicht. Also eigentlich so ein Zwischending zwischen gefundenen Steinen, abgespülten Steinen, aber vielleicht auch so, ja, Grit, das sehen wir Architektur. jetzt aber gerade gar Elementen. nicht. Oh, ah ja, ich sehe, ich bin nämlich in dem Ich Bild. muss Moment, mich ich auch muss mal. entschuldigen, ich bin auch zwischendurch mal kurz rausgefallen aus unserer Konversation, deswegen hatte ich da ein bisschen was verpasst. Ah ja, Also. also dann, ich will gerade hier nochmal auf die Sammlung hinweisen im Hintergrund, die du ja auch schon, also dieser Bereich, der irgendwie so ein Ja. Sammelsurium vielleicht. Wie von Ideen, kleine mini-persönliche Wunderkammer der rätselhaften Objekte der heutigen Zeit sozusagen
zeigt. Wir sehen auch hier an diesem gedrechselten Bein, dass nicht alles neu ist, sondern es gibt auch antike Stücke in diesem Ganzen. Also es ist wirklich ein Potpourri an unterschiedlichen Gestaltungselementen, die gar nicht einer Idee, wenn man nur das Produktdesign im Einzelnen betrachtet, folgen, sondern eher in dem Arrangement, also eine Vielfalt auch von Anknüpfungsmöglichkeiten an diesen Raum, aber auch eine Vielfalt von Persönlichkeitsvorstellungen in diesem Raum einfach zulassen. Das Ganze ist offen, also es ist wirklich auch so ein nicht klar definieren, was es jetzt für eine Funktion hat, dieser Raum. Ist es Küche, ist es Wohnzimmer, ist nicht klar. Wir sehen hinten aber, es ist ein großer Raum, der sich nach oben fortsetzt. Hier gibt es nochmal so eine Treppe. Das Ganze ist also entsprechend groß gedacht. Und genau, ist es jetzt urban? Ist es auf dem Land? Wo findet das statt? Ist es ein Familientisch? Ist es ein Tisch mit vielen Freunden? Also ist es könnte auch ein Single oder ein Paar sein, was quasi dort lebt und offen ist und so weiter. Also diese Kategorien, die wir so ausschließend immer haben, Familie, Kinder, ja, nein und so weiter, drinnen, draußen, Stadt, Land, Stil oder irgendwie eine Persönlichkeits eindeutig zuzuordnender Stil, ist alles nicht gegeben. Es ist wirklich ein Zusammenfühlen, eine Collage von verschiedenen Möglichkeiten, die aber eigentlich einen enormen geistigen Horizont verraten. Also eine enorme visuelle Erfahrung auch, oder? Also das ist irgendwie extrem reich an Leben und an Erfahrung und so weiter. Also das ist eigentlich ein interessantes Persönlichkeitskonzept. Es ist schon richtig beschrieben sozusagen. Es ist schon sehr gefüllig und neigt sich irgendwie genau, so also was im man Leben zu. Letztendlich Ja. Also Setz was ruhig man fort. vielleicht allgemein noch aus der ich habe zwischendurch immer solche Aussätze auch in der Kommunikation, Hatte ich also auch in der gerade, ja. Verbindung. Ich weiß nicht, ob man mich alle hört. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man nicht sozusagen starre Konzepte hier anlegen kann. Und letztendlich könnte man vielleicht auch die These aufstellen, dass diese Inszenierung, die wir gerade gesehen haben aus den 40er Jahren oder aus den späten 40er Jahren, vielleicht ihrer Zeit schon weit voraus waren. Im Sinne, dass es eben auch keine starren quasi soziokulturellen Festlegungen sind von bestimmten Ja. Lebensformen, denen man da folgen muss. Also es ist eine unglaubliche Offenheit, die da in diesen Inszenierungen steckt. Und diese Offenheit ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute nicht erst jetzt angekommen, aber auf jeden Fall sehr stark angekommen. Und deswegen sind diese Konzepte auch so, ja, so neu und so aktuell immer noch für uns. Ja? Man könnte vielleicht auch sagen, sind heute mitten in der Gesellschaft angekommen, auch mit den neuen und den diversen Lebenskonzepten, die wir uns heute wünschen oder vorstellen. Wäre eigentlich ein toller Schlusssatz oder ist vielleicht sogar ein toller Schlusssatz, weil wir haben ja nur eine Stunde und es ist tatsächlich schon 20 Uhr geworden mit unserem Rite de Passage durch, durch das 20. Jahrhundert. Vielleicht kann man noch sagen, dass du dich deswegen natürlich intensiv beschäftigst, weil mit dieser Beschäftigung auch das Ziel da ist, ein Buch, eine Publikation genau zu diesen historischen Verknüpfungen oder sagen wir mal einer Herleitung eigentlich dieses organischen Interesses im Design produzierst. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das sind immer die Nebenwege, die mich interessieren oder die Abwege, auf die man gerät. Und ich versuche da gerade die verschiedenen Zweige, um ein Bild der Natur zu bleiben, zusammenzubinden und es auch zu einem interessanten und vielfältigen, aber trotzdem gut strukturierten Buch zu gestalten, zusammen mit einer Gestalterin, so dass man vielleicht auch unterschiedliche Einstiege hat und unterschiedliche Wege, die man selber in diesem Thema quasi gehen kann oder Wege, in denen man sich inhaltlich quasi nach eigenen Interessensfeldern oder Interessensgebieten den einen oder anderen Schwerpunkten widmen kann. Das wäre eigentlich so die Idealvorstellung. Aber im wahren Leben gibt es ja noch einen anderen Job, der hat ganz viel auch mit Studierenden zu tun. Und insofern bin ich dran und ich denke auch, dass es ein sehr schönes Projekt wird, aber es dauert noch seine Zeit.
Also dann danke ich schon mal jetzt hier im Namen von den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir da schon mal so ein Amüsgöll aus deiner Küche so bekommen haben und sind einfach gespannt, wie es weitergeht. Mit den angewandten Talks wird es auch weitergehen, nur noch mal so zur Konzeption. Also es wird weiter fortgeführt, auch im nächsten Jahr, natürlich unter einem anderen Themenschwerpunkt und auch nochmal mit anderen Referentinnen und Kolleginnen bei uns aus dem Museum und so weiter. Also das Ganze ist nicht abgebrochen, nur quasi unser kleiner Parcours jetzt in der Geschichte, Designgeschichte, ist erstmal vorläufig abgeschlossen. Und ja, ich danke vor allen Dingen dir jetzt wirklich für diese Dichte und für dieses wahnsinnige Wissen und diese vielen, vielen historischen Beispiele, die wir ja nur ansatzweise so mit Bildern irgendwie untermauern konnten. Aber das macht natürlich irgendwie auch Appetit auf das, was dann noch folgen wird. Und ich sage vielen Dank. Ich gucke noch mal ganz kritisch, ob sich irgendjemand noch zu Wort meldet, vielleicht mit einer Frage. Aber ich sehe nur winkende Hände und große Begeisterung. Das, genau, also ich nehme das jetzt einfach mal als Lob in deine Richtung und gebe es so weiter. Und sage vielen Dank fürs Zuhören und dieses kleine Filmchen wird dann auf der Homepage des Museums Angewandte Kunst auch noch mit vielen anderen Sachen zu sehen sein. Dann danke ich Ja. dir. Ja, vielen Genau. Dank für die Einladung und auch an alle, die hier mit dabei geblieben sind und zugeschaut, zugehört, mitgedacht haben. Also vielen herzlichen Dank am mittelspäten Abend den Parcours durch Organic Design gemacht zu haben. Genau. Dankeschön. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.